Was ist denn hier schon drin für eine komische Variante? Raus. Also E4, ne? Das war mir noch so weniger klar, dass er E4 spielt, C6. Und er spielt Springer C3. Okay, kann man machen. Wir gehen mit D5 rein. Er macht D3. So, und hier habe ich schon mal 10 Minuten über. Nee, ja, 5 Minuten überlegt nach mir, okay. Scheiße, Mann, was macht ihr denn schon wieder? Macht doch einfach den, dann weiß ich Bescheid. Und hier habe ich überlegt, schlägt man den? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil es. Also, wenn man hier schlägt und er schlägt so, gut, dann kann man hier rausnehmen. Aber ich glaube, das ist nicht so kritisch. Er macht den und stellt sich so hin und. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ne? Keine Ahnung, ich habe da keinen Bock drauf gehabt. Deshalb habe ich nach langer Überlegung einfach D4 gespielt. Ich hatte bei D4 halt dran gedacht, okay. Er hat halt nur das Feld, das und das. Und hatte noch so gesehen, wenn er hier hingeht, dann ist er, können wir ihn vielleicht irgendwie mit B5 trappen. Weil das kenne ich aus Motiven am anderen Flügel. Bei Schottisch gibt es das manchmal oder irgendwo. Irgendwo erkenne ich das Motiv irgendwie, keine Ahnung. Ich kenne dieses Trap-Motiv auf jeden Fall. Auf jeden Fall spielen wir D4. Und klar, er ist nicht zurückgegangen, weil wer geht da schon zurück? Das hier sieht halt auch nicht gefährlich aus, dann hätte ich auch D5, E5 gespielt. Außerdem droht es auch nichts. Er spielt Springer A4. Ja, ist auf Lichess nicht so wichtig, den Brenner ist mir jetzt scheißegal. Springer E2, droht F4. Okay. Ja, ich habe jetzt gedacht, okay, Bruder, wie viele Felder hat der denn jetzt noch? Haben wir erstmal gezählt. Den hat er nicht, den hat er nicht. Und dachte mir, okay, das ist eigentlich ein ziemlich natürlicher Zug. Wir machen kein Dönekes, wir besetzen das Zentrum, wir stützen den Bauern und wir drohen, den Springer zu gewinnen. Er muss schon irgendwie was zurückspielen. Wie macht er das? Er müsste schon sowas spielen, damit er hier zurück kann, ne? Ich dachte irgendwie, der kommt, er macht den. Wir machen den und er muss hier hingehen. Und der Springer steht irgendwie kacke. Er kann hier nicht so richtig raus und weiß ich nicht. Die Frage ist, wie ist diese Stellung zu bewerten? Schon sehr gut für Schwarz, ne? Okay. Ich spiele E5 und er spielt A3. Ich weiß gar nicht, was A3 bringen soll, ehrlich gesagt. Warum hat er A3 gespielt? Wo ist die Idee von A3? Ich verstehe die Idee nicht mal. Also ich verstehe nicht mal den A3-Zug. Er öffnet keine Diagonalen, er ermöglicht nichts. Läufer B4 verhindern? Ja, aber was ist das droht Läufer B4? Nichts. A3, ich spiele B5. So. Ja, da ist der Salat, ne? Fünfter Zug. ey, auch übrigens, er hatte am Schluss auf der Uhr stehen 1,40 und wir haben mit 1,30 angefangen, ne? 30 Sekunden Inkrement pro Zug. So viel dazu. Während ich 1,5 auf der Uhr hatte. Aber ich habe richtig hart reingeschwitzt da noch. Aber gut, ja. Was soll ich dir sagen, mein Lieber? Gut, er spielt C3. So, und hier habe ich auch nochmal eine Weile überlegt. Weil, ich hatte halt gedacht, ich nehme, er nimmt und dann ist der Punkt schon gar nicht so unweich. Er schlägt hier, wir schlagen hier. Also ich hatte nicht, mir gefiel das nicht so richtig, wenn ich jetzt hier einen normalen Entwicklungszug mache. Wenn er jetzt hier, sorry, Quatsch, was heißt hier normaler Entwicklungszug? Was laber ich denn hier? Ich nehme raus und er macht den. Und dann ist das hier gar nicht so angenehm, finde ich. Die Engine sagt dazu, weiß ich nicht, werden wir nachher sehen. Meine Idee war, statt zu schlagen, erstmal Dame A5 zu Es gibt spielen. natürlich. Nee, was Damit, gibt's denn jetzt? Ja, das wusste ich. was auch immer jetzt von ihm kommt, wir halt hier einfach die Damen noch mittauschen. Und wir haben keinen Stress mit der scheiß Dame. Wenn er jetzt rausnimmt, achso, er kann ja gar nicht nehmen, weil sie gefesselt, ja, das habe ich auch noch gesehen. Er kann nicht nehmen und weiß ich nicht, wenn er jetzt irgendwas macht, er jetzt, keine Ahnung, er macht irgendwie den, er greift den an und wir schlagen raus, er ist schon raus, wir sind raus. Dann hätte er halt den gehabt, das hätte ich auch nicht zugelassen. Also in dem Fall dann hätte ich, ja, dann hätte man wahrscheinlich schon den hier oder sowas dazwischen gezogen. Damit der nicht hängt. Und dann weiß ich nicht, ob da wie das hier weitergeht. Ob die Engine sagt, ja, mir steht besser, ne? Er kann jetzt den wieder machen. Jetzt nimmt man raus. Keine Ahnung. Also, das war mir alles zu wild. Und ich wollte eigentlich Dame A5 machen. Was sagt dir die Engine? Die sagt, nimm raus, ne? Ich hab dann auch rausgenommen. Und er hat Dame A4 gespielt. Das ist passiert.
Und jetzt habe ich schon wieder Quatsch gemacht, ne? Jetzt dachte ich mir, okay, der ist noch gedeckt, wenn er schlägt, schlagen wir wieder, er kann nicht nehmen wegen dem, ist klar. Jetzt, ich habe gedacht, okay, Bruder, wir machen hier keinen Quatsch, wir versuchen so schnell wie möglich zu rochieren, damit wir hier unsere Mehrfigur schön ausspielen können. Das Problem ist halt, dass auf Takes der kommt und ich muss irgendwie, ja, also habe ich einfach so ein bisschen Atempo, das war nicht so gut, habe ich Springer F6 gemacht. Er macht sofort Springer F3 und ich denke mir, scheiße, der hängt ja jetzt auch. Und jetzt verliere ich doch einen Bauern. ich spiele dann Läufer D6. Denke mir, okay, was soll der Geiz? Er nimmt halt einmal raus. Läufer D6, er nimmt, ich nehme einmal gegen. Was soll ich machen? Er nimmt hier. So, und jetzt habe ich gespielt... Hey, Läufer D7 ist Quatsch, ne? Läufer D6 habe ich gespielt. Ich habe den Bauern gedeckt, so rum. Was ist denn hier schon wieder los, du? So. C, D, D, und dann nimmt er den. Jetzt spiele ich halt den, ne? Um die zu decken hier. Okay, Läufer D7. Er spielt Dame B3. Und ich habe noch gesehen, okay, droht das wirklich was oder nicht? Und jetzt kommt der richtig krasseste Blunder meiner Karriere wahrscheinlich. Meine ich zumindest. Ich meine, es hat sich dann noch ein Wohlgefallen aufgelöst, aber das war alles nicht kalkuliert, das war alles Glück. Ich dachte so, Rochade, Dame B7, wir machen halt Dame C7 und alles ist in Ordnung. Dass der Turm dann einfach trotzdem hängt, habe ich schon wieder ignoriert, ne? Also ich hätte halt erst Dame C7 spielen sollen und dann rochieren und nicht umgekehrt, weil umgekehrt steht die Dame ja schon da. Das heißt, wir spielen Rochade. Er spielt Dame B7, richtig schön mit Schmackes. Er haut rein, BOM! Spielt die Dame auf B7 und klopft auf sie. Und ich denke mir, okay, Bruder, aber ich spiele sofort A-Tempo, Dame C7. Ich lasse Dame C7 los, hau auf die Uhr. Und bevor ich noch den Zug aufschreibe, denke ich mir, scheiße, der Turm hängt doch. Ja, Achterbahn der Gefühle. Er schlägt raus. Und dann dachte ich mir, aber Moment mal, die Dame hat doch gar nicht so viele Felder. Und was ist mit Springer A6? Ich ziehe sofort Springer A6 und denke mir so, also so eine Minute später, denke mir, wo will die Dame denn jetzt hin, mein lieber Freund? Was passiert denn jetzt hier? Die Dame ist doch einfach gefangen. Und dann spielt er den hier, Springer B5. Und ich denke mir, scheiße, Gegenangriff. Naja gut, den hat er natürlich noch. Der Witz ist jetzt, den kann man einfach nehmen. Weil die Dame hängt immer noch. Sie hat immer noch keine Felder. Und das habe ich irgendwie nicht so gesehen, ne? Und dachte mir, scheiße, meine Dame hängt. Ich muss, den kann ich nicht einfach nehmen, weil, und dann hatte ich gedacht, dann kann er hier irgendwie raus. Ich weiß nicht, ich habe es nicht mal berechnet. Ich weiß nicht, was ich da schon wieder gemacht habe. Aber es war katastrophal, ne? Und dann habe ich den eben nicht rausgenommen. Und jetzt dachte ich, ich werde ganz schlau. Kandidatenzüge Ding Dong. Und jetzt dachte ich mir, ja, ich habe Kandidatenzüge gemacht, Chester, und dachte, ich habe einen besseren Zug. Und dachte mir, nee, wir schlagen den nicht einfach raus. Wir machen es noch geiler. Wir spielen erstmal das Schach hier. Wir spielen erstmal das Schach und nehmen hier raus. Er nimmt hier. Und ich denke mir, okay, Bruder, ist die jetzt wirklich noch gefangen oder nicht? Und dann dachte ich mir, ja, die ist doch immer noch gefangen. Wir spielen jetzt einfach mal Läufer C5. Und die ist doch immer noch gefangen. Okay, Läufer C5 sah für mich gut aus. Er spielt sofort D4. Und ich dachte mir, ja, D4, er ist lost. Was will er denn mit D4? Takes und er nimmt meine Dame. Und ich denke mir, oh nee, Bruder. Nee. So, Läufer schlägt B5. Kam von ihm. Okay, ich mach CB5 und jetzt können wir mal gucken, ne? Wir haben 4 Figuren. Er hat und keinen Turm. Dafür, also wir sind im Plus, aber er hat Bauer. Und wir haben nur einen einzigen Bauern hier. Ja? Also, was sagt die Engine zu dieser Stellung? Immer noch minus 6, okay, aber muss man ausspielen. Ist zwar im Vorteil, aber muss man ausspielen, ne? Muss man ausspielen. So, okay, war wild. Also das Ganze war ein komplettes Blunder-Festival und es war glücklich, dass das alles auch so funktioniert hat. Und er spielt jetzt E5, greift den Springer an, ich spiele Springer E4. Die Idee ist einfach nur, wir tauschen jetzt einfach ab, Bruder, und mit der Mehrfigur schaukel ich das schon irgendwie nach Hause. Er spielt Läufer C1.
So, Läufer C1 fand ich auch wild. Ich dachte, er deckt hier einfach oder sowas. Er spielt Läufer C1. Und jetzt habe ich gerechnet, ob ich hier schlagen kann. Was war denn hier die Hauptidee? Ich hatte gerechnet, kann ich schlagen? Rochade? Ne, ich weiß nicht, warum ich das so lange gerechnet hatte. Ich hatte irgendwie einen Zug noch vorausgerechnet oder irgendwie was. Ich weiß es nicht mehr. Das Problem ist halt, die Figuren von Schwarz stehen relativ unkoordiniert. Keine ist wirklich gedeckt. Keine ist gedeckt, der Leichtfiguren. So richtig? Ne, eigentlich ist keine gedeckt. Und das war halt, das fand ich halt sehr schwierig, ne? Also wenn die alle irgendwie gedeckt stehen oder koordiniert, dann ist das alles viel einfacher. Ich habe jetzt erstmal hier rausgenommen. Läufer schlicht D4 und er macht Rochade. Und hier habe ich lange überlegt. Ich hatte gedacht, ja komm. Bruder, ich habe eine Figur mehr. Du hast zwei Bauern. Ne, was hat er denn? Ein Bauer mehr. Ich habe dafür eine Figur mehr. Das muss geworden sein. Ich hatte nur ein bisschen Angst vor der Technik. Ne? Ich muss ehrlich sagen, ich habe Angst vor der Technik. Es gibt natürlich... Weil, Was gibt's denn? Gibt's doch gar nichts. Was denn? Weiß ich nicht. Ich hatte Angst vor der Technik. Deshalb habe ich es nicht gespielt. Ist wahrscheinlich der beste Zug. Einfach vereinfachen. Und ich habe ewig gerechnet jetzt, ob ich den nicht schlagen kann. Das Problem, wenn du den schlägst, du musst halt gucken, ne? Was passiert auf den. Weil das bringt nichts, weil dann kommt einfach der, ja. Du ziehst weg, er ist weg. So, deshalb, dann habe ich geguckt, der. Okay. Geht irgendwie nicht. Also zumindest habe ich nicht gesehen, wie das jetzt hier weitergeht. Was ist jetzt der beste Zug hier? Ah ja, man kann den noch machen, aber dann hat er vielleicht sowas hier. Und es war mir, ich habe da echt schon wieder 15 Minuten gerechnet und da dachte ich mir, nee, Bruder, das ist mir zu kompliziert, das muss einfacher gehen. Dann dachte ich mir, okay, was ist, wenn ich zuerst den spiele? Wenn er den macht, schlag mal rein. Übrigens, wenn ich den schlage, er macht den. Ja, nee, so, wenn er hier stehen würde, könnte man reinjallern, ne? Also, wenn man den zuerst macht, er macht den, geht's natürlich nicht. Dann haut man hier rein und das war's. Wenn er den macht und du gehst hier, dann hat er ja wieder den irgendwie. Und das war mir irgendwie nicht so klar, das sieht alt nicht so angenehm aus, ne? Hier steht man zwar immer noch gewonnen, aber ich hab's mir halt wieder kompliziert gemacht. Was habe ich am Ende gespielt? Ein Zug, der überhaupt keinen Sinn macht. Ich hatte halt auch Angst, dass irgendwann mal mit dem Spieß hier das hier hängt, durchhängt alles. Also habe ich dann gespielt. Was habe ich denn gespielt? Rochade, Turm D8. Deck den. Ja, weiß ich nicht, ob das der beste war. Man kann vielleicht auch lieber Turm C8 spielen. Keine Ahnung, Bruder. Ich war ein bisschen verwirrt. Er spielt Turm B1, was überhaupt keinen Sinn macht. Er macht überhaupt nichts hier. Und jetzt habe ich ein bisschen Taktik gerochen. Nämlich Läufer F5. Wir gehen hier rein und dann knallern wir hier rein und dann verliert er einen Turm. Ja, dann dachte ich mir, Läufer F5, warum eigentlich nicht, mein Lieber? Taktiken. Und auf Läufer F5 hat er leider irgendwie mit H3 geantwortet, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil H3 ist, droht ja gar nichts auf H3. Hier droht ja nichts. Ja, und jetzt habe ich reingehauen, ne? Ich glaube, das ist nicht mal forciert, ne? Es ist das passiert. Aber ich glaube... Vielleicht kann er hier... Naja, gut. Das ist ja erzwungen. Und wenn er jetzt mit dem Turm zur Seite geht... Ja, das ist auch Quatsch, ne? Ist auch Quatsch. Naja, auf jeden Fall ist passiert. Takes, 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 takes. Okay. Läufer B1. So, wo bin ich hier? Läufer schickt B1. Okay, ja, jetzt ist es halt vorbei. Jetzt ist es halt wirklich vorbei, ne? Also das kann man jetzt einfach gewinnen. Man muss einfach von den dunklen Feldern sich fernhalten und dann kann man das ja einfach gewinnen. Paid Actress, es wird noch viel wilder. Hier kann man eigentlich schon aufgeben. Jetzt warte mal ab, wie lange die Partie ging bis zum Matt. Die Bedenkzeit war 90 plus 30 und ab 40. 30 Minuten. Ich habe insgesamt... Ich habe insgesamt so 50 Minuten gebraucht. Und er hat halt Plus gemacht am Ende der Partie. Hatte er Pluszeit. Also hatte er 100 Minuten auf der Uhr statt 90 initial. Er hat halt sofort gezogen, hat Tempo. Was mich aber halt ein bisschen nervös gemacht hat. So, wir Läuferschicht B1. Dann Läufer G5. Von mir. Ne, von ihm. Er greift halt an. Okay, Bruder, Turm D5. Läufer F4. Deckt den Bauern. Dann Springer C5.
geht rein hier in die Olga. Er spielt B4 einfach. Ich tausche jetzt einfach alles ab hier. Das kam. Dann, ja, Turm D3. Er kann ja nicht ziehen. Er spielt G3. Ich nehme raus. Er spielt H4. Ich spiele Turm A4. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Er spielt G4. Ich nehme raus, Schach. Er geht auf G3. Das ist halt wirklich traurig, dass das jetzt so passiert ist. Ne? Turm C4. Turm C4, warum das eigentlich? Achso, ich wollte laufen lassen. Turm E5. Läufer E5. Ne, was ist das? Was steht hier? Ne, nur E5? Hä? Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Turm C4? Das macht keinen Sinn, was hier steht, Leute. Tja, ich kann es euch nicht mehr wiedergeben. Ich habe hier irgendeinen Käse aufgeschrieben. Ich habe hier irgendwas mit E5 aufgeschrieben, aber das kann ja nicht sein. ich kann es euch nicht sagen, ne? Was ist denn hier? Was soll denn das sein? E5? C? Oder soll es... Was haben wir denn für Fünfer? G5 oder H5? Was kann es sein? Kann das ein G sein? Na, wir gucken mal, was er noch gezogen hat. Also H5 hat er mal gespielt. Und G schlicht H5. Also kann er ja den Bauern nicht bewegt haben, ne? Vor allem, wie habe ich dann nach Turm E4 Schach gespielt? Das ist die Frage, ne? Ich kann... Okay, Bruder, ich weiß es nicht, weil ich habe nach dem Zug, den er jetzt macht, habe ich Turm E4 Schach gemacht. Aber dafür müsste der König ja irgendwie hier... Also, hä? Es macht keinen Sinn, Bruder. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, Bruder. Ich weiß es nicht. Turm C4, Turm E4 Schach. Wie soll das denn... Wie kann ich E4 Schach geben? Ja, es ist ein Mysterium. ich glaube, er hat den gespielt oder sowas, aber das hat er halt nicht hier gemacht. H5, König F5. Wie ist er denn nach König F5 gekommen? Also das macht alles keinen Sinn hier. Warte mal, bin ich hier richtig? Turm E4? Also das stimmt auch gar nicht. Warte, Turm schlägt B4, König G3, Turm C4. Bruder. Man weiß es nicht, ja. Man weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, was das sein soll. Also, ist ein bisschen komplett lost, oder was? Aber lustigerweise, er hat später mal H5 gespielt und er hat G schlicht H5 gespielt. Das heißt, die zwei Bauern kann er nicht bewegt haben. Er muss den König bewegen. Aber wo hat er denn den König hin bewegt? König E3 statt König G3? Ne, er hat definitiv hier G4 gespielt. Turm D3. Wir gucken nochmal rein. Turm D3. G3. Turm schlägt A3. H4. Turm A4. G4. Turm schlägt B4 Schach. König G3. Steht ganz klar da. König G3. Und ich kann mich noch erinnern, dass er hier hingegangen ist. Turm C4. Ja, Bruder, ich weiß nicht, was er hier gezogen hat. Nee, ich habe die nicht geblitzt hier. Ich habe hier versucht, die Idee war, dass ich einfach den laufen lasse, den abschneide, wenn er hier vorgeht und wenn er hier mit dem Bauern näher kommt, dann tausch mal ab. Also, ich habe dies nicht geblitzt, aber ich habe jetzt auch nicht zu viel darüber nachgedacht. Ich wollte einfach, ja, keine Ahnung, Bruder, ich weiß nicht, was er gezogen hat. Vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin. Nimm mal, er hat den gezogen. Jetzt habe ich Turm E4 Schach gespielt, was irgendwie, Quatsch, ich habe wahrscheinlich nur Turm E4 gespielt. Und das habe ich irgendwie als Schach angesehen, keine Ahnung, Bruder. König F5. Aber wie kommt der König nach F5? Also irgendwas stimmt hier nicht, ne? Vielleicht ist er doch dir gespielt.
Ich hatte doch König G5 gemacht. Turm C4. B4. Jetzt geht B4? Was für B4? König F5? Warte mal. Turm schlicht. Schlicht. Was habe ich gemacht? Turm C4. Turm E5. Jetzt kommt dieser komische E5-Move, den es nicht gibt. Ja, das ist doch Quatsch. Das hat er doch niemals so gespielt. Egal, wir machen den. Es sind viele Taschen. Jetzt macht der König F5, was überhaupt nicht funktioniert. Es verleitet dazu natürlich auch, dass du was einstellst. Wie kriegen wir den König auf F5, damit das funktioniert, die Variante? König G5. Wir kriegen den nicht dahin, ne? Naja, scheiß doch drauf, ne? Auf jeden Fall habe ich dann gewonnen. Am Ende hat er sich matt setzen lassen. Aber das kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwie rauszufinden sein, was er hier für einen Zug gespielt hat. Vor allem, er kommt dann auf König F5. Wie soll denn das gehen? König G5, F5. König G3, wie kommt er denn von G3 auf F5? Das geht doch gar nicht. Ich glaube, ich habe einfach vergessen, ein paar Züge aufzuschreiben. Kann das sein? Nee, aber ich habe B4 dann gespielt. Ich weiß nicht, was ich hier gespielt habe. Auf jeden Fall, er hat nicht diese Bauern bewegt. Turm E4. Nee, es macht keinen Sinn, ne? Es macht keinen Sinn. Also der König steht auf G3. Wir spielen Turm C4. Jetzt steht hier ein komischer Move, irgendwas mit Turm E5, was ja nicht sein kann, was wahrscheinlich mein... Was, ich weiß nicht, was Turm E5 sein soll. Er hatte keinen Turm mehr. Dann kommt Turm E4 Schach. Und dafür muss ja der König irgendwie hier stehen. Oder irgendwo, wo er Schach geben kann. Und dann kommt König F5. Sag mal, hat der E5 überhaupt gespielt? Oder habe ich das... Oder vielleicht hat er nie E5 gespielt, ne? Das kann vielleicht noch sein. Ne, doch, E5 hat er gespielt im 19. Definitiv. Ah, Bruder, es ist wild. Auf jeden Fall hat er sich am Ende noch mattieren lassen, ne? Das war ein bisschen... Ja, ich muss mal sein Formular mir snacken. Er hat aber nicht mehr aufgeschrieben hier. Er hat gesagt, ich kopiere es dann von dir. Er hat einfach nur so lustlos gezogen. König E5. Macht auch so keinen Sinn, ne? König E5 macht überhaupt keinen Sinn, weil auf E5 steht was. Also E5 macht keinen Sinn. Was soll das denn sein? Könnt ihr das lesen? Weil 35 weiß. Kann doch kein Mensch lesen. Was soll das sein? Was soll das denn sein? Vielleicht König. Turm C4. König F. Okay, pass auf, schnell blad was. Turm C4, König F3. Turm C5. Ja, ist nicht passiert, aber schöne Variante. König E4. König E4 geht nicht, mein Lieber. Ich weiß es nicht. König F4, okay, warte. Hey, wir ingenieren das jetzt. Turm C4, was hat er gesagt? Turm C4, König F3. Turm C5, König F4. Turm C4 Schach. Ah, König E3. Das ist jetzt was wild. Turm E4 Schach. Ja, gut. Jetzt sind wir bei Turm E4 Schach und haben das nächste Problem. König F5 kommt jetzt. Ja, Bruder, ich weiß nicht, was da passiert ist mit meiner Notation hier. Auf jeden Fall lief es ungefähr so. Wir gehen mal hier hin, damit er hier rankommt. Wie war es denn dann ungefähr? Ich gehe hier hoch. Ne, hier habe ich... Ne, er hat irgendwie... Wie hat er das denn gemacht?
Er war mit dem König wirklich näher dran. Er war irgendwie hier. So, wir gehen hier. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal... Ich könnte schwören, dass das anders war, aber okay. Nee, so war es auch nicht. Bruder, was weiß ich denn? Und irgendwann habe ich hier halt Schach gegeben, er hat geschlagen, wir haben hier was abgetauscht. Und ach, ey, wie kann man denn in diese Stellung kommen? Das gibt's doch gar nicht, ey. Das gibt es doch wirklich nicht. König F5, B4, H5, G6 Schach, König G5... G-Schlicht H5, G-Schlicht H5, B3, König H6, B2, König G5, Läufer B2, König H6 und so weiter. Also irgendwie müssen wir doch in diese Stellung kommen. Jetzt müssen wir reverse-engineeren, sag mal. Jetzt wird das wird wild, ne? Also sicher ist ab König F5, B4, H5, G6 stimmt's wieder. Aber wie kommen wir da hin? Ey, das ist doch ein Auftrag für den FM. Wie kommen wir da hin? Wo stand der König? Auf F5? Wir spielen dann B4, dann spielt er H5. Wir spielen G6 Schach. G-Schlicht. G-Schlicht H. Hä? Jetzt wird's wild. G6. Der. Ich weiß nicht, was mit dem G-Baum passiert ist, ehrlich gesagt. Hola, Andrés. Hola, niños. Ahí viene un carro de tren. ¿Qué lleva? Dos R's. Con el dígrafo R doble, hacemos la R fuerte entre las vocales. R con R guitarra. Ah, R con R barril. Corriendo van los carros por el ferrocarril. Es macht keinen Sinn. Der König kommt nicht auf F5 auf meinen Varianten. Er kommt nicht nach F5. Es geht einfach nicht. Und irgendwie stand der dann auf F5 offensichtlich. Und wenn er auf F5 steht, wie geht das denn überhaupt? Das geht doch gar nicht wegen dem Läufer. Vielleicht war das ein illegaler Zug. Vielleicht habe ich da nicht aufgepasst. Das kann durchaus sein. Nee, der Turm stand da. Turm C5 ist, glaube ich, falsch. Turm C4 ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, das ist Turm E4. Ich glaube, das ist Turm E4 gewesen, weil ich kann mich erinnern, dass ich hier so stand. Irgendwie hat er es geschafft, hier reinzulaufen. Aber wie zum Geier hat er das geschafft? Wie hat er das geschafft? So, das könnte es gewesen sein. Das könnte es gewesen sein. Turm C4, Turm E4, König F5. Das war's. Wir haben's. Das heißt, dieser ominöse Zug hieß König G3. Und das ist nicht Turm C4 gewesen, sondern Turm E4. Und das hier ist F5 gewesen. Also das hier heißt... Nee, es stimmt übrigens immer noch nicht, ne? Es stimmt immer noch nicht. Scheiß drauf. König F5, B4, H5. Jetzt stimmt's wieder. Ich weiß nicht, warum es jetzt stimmt, aber es ist mir auch egal. Das stimmt jetzt wieder. H5. Dann habe ich G6 gespielt. Wir haben's. Er hat lustigerweise König G5 gespielt. Ich erinnere mich. Jetzt kam GH, B3. König H6. Ja. Wir sind drin. Wir haben's. B2. König G5. Das hat er ausgespielt, ne? Läufer C2. König H6. Dame. König G5. Ah, der Bauer ist weg gewesen hier, ne? Irgendwie ist der Bauer weg. Weil ich habe jetzt den gemacht. Ach nee, warte mal. König G5. Ja, ich habe den gemacht und das war ein Schach. Und dann hat er König H6 gespielt und ich habe Turm B6 gespielt. Und das war matt. Irgendwie ist der Bauer noch flöten gegangen. Keine Ahnung. Und das war dann matt. Ja, ich weiß, ne? Billy 923 10 4 10 so als Tipp. Wenn du schöner schreiben würdest, kannst du auch in der Zukunft als Zentimeter auf deine Blunder mit einem Lächeln zurücksehen. Turm schlicht E5. Was haben wir denn da aufgeschrieben? Turm schlicht E5 Schach.
König F5 geht ja jetzt nicht mehr. Also irgendwie haben wir den Bauern noch gekriegt. Irgendwann mal haben wir den Bauern genommen. Aber ich weiß nicht wie, ne? Also kann es ja nicht sein. Ja, Bruder, weiß ich nicht. Also so ungefähr lief es halt ab. Und dann machen wir halt ein anderes Matt. Dann finden wir halt ein anderes Matt. Dann machen wir jetzt den. Er geht freundlicherweise hier hin. Ach, Bruder, scheiß drauf. Das war halt irgendwo Matt dann. Der Punkt ist einfach, er hat bis zum Matt gespielt. So, ich weiß nicht, was...